Assalamu alaikum. Merhaba. Guten Abend. Wunderschöne guten... Hallo. Oh. Was mache ich denn jetzt an? Oh, okay. Lass mal einfach durchlaufen. Hallo? Kann man mich hören? Hukulu! Tagsam! Schlafen, bitte. Bisschen schlafen, ja. Ja. Woher könntest du mal Michael hören? Halt die Klappe. Jetzt sitzt die Ärger vor einem Schattenwolf. Wer sind Sie und wann gehen Sie wieder? Ah, ich bin Dennis und ich werde so in einer Viertelstunde wieder gehen und dann kommt Peanut. Oder Curtis? Nein, Peanut heute. Immer Peanut. Beste. Hi. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin müde. Nein, bin ich nicht. Ich bin gerade aufgestanden. Huckelu. Ich muss erstmal reinkommen. Laut, halt die Klappe. Wie ist es dir die Tage ergangen? Gut. Nur, dass ich nicht schlafen kann. Geht was zwei gute Game machen Spaß. Ja, Zille, sag ich doch. Beste Game. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet zwei wunderschöne Tage. Salve? Was? Ihr ärgert. Teddy, du ärgerst. Und Schattenwolf. Ihr kriegt doch heute keine Tinkepäckchen. Rati, dankeschön für den Resub beim 9. Tag. Und Veluro, dankeschön für den Resub beim 36. Und Kuba, danke für den Resub beim 35. Ich spuck und dich selber an. Du Penner. Ja, komm erst mal rein. Draußen Stream ist nicht so gut. Boah, ich stell mir das schon geil vor bei gutem Wetter. Und Tiger, danke für den Resub beim 25. Und Eingaus Shadow, danke für den Prime 6. Kibia. Hukulu. Dann klaue ich meinen so. Das sind aber nicht die Originalen. Hallo, hallo, hallo. Boah, ist echt schwierig reinzukommen, wenn man verplant ist, Alter. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wo ist denn meine Skriptseite? Was passiert denn heute überhaupt? Grüße aus Mexiko, ja klar. Grüße aus Indien, Bruder. Hier ist schön warm, bei uns auch. Voll gut. Schöne Wetter. Puh, gut zusammen. The Art of War, guten Abend. Das glauben noch einige. Ich habe den Witz nicht verstanden, hab das schon wieder vergessen. Ja, Mann. Purple Nation, was ist das denn? Dann kommt die Facecam. Ich glaube, keiner weiß, wie du aussiehst. Nee, ich bin voll hässlich. Schäme mich für mein Aussehen. Deshalb kommt keiner. Ehrlich. So. Sorry. Aha, Script-Pommes, ich wusste es. Na klar, was denkst du denn? Meinst du, den ganzen Quatsch denke ich mir aus? Ich denke, er hat eine Affenmaske auf den ganzen Tag. Eigentlich nicht. Aber heute wird ruhiger Stream, immer. Curtis Techno Fuster. Psst, stimmt nicht. Eigentlich liege ich hier im Pool im Bikini. Und die Webcam ist für eine andere Seite. Show me the money! Geil, Alter, zeig oder die Klappe, Pinsel. Nix, der Affe hat eine Menschenmaske auf. Geh nix. Guten Abend, wer ist denn alles da? Klassischer Twitch-Content. Na, ja, steht die eine oder andere Tussi auf Twitch auch nicht. Anscheinend ist er der erlaubt, von daher ist er der legit. Denke ich mal. Hannes, Dankeschön für den Prime im 21. Können wir wie bei den Fortnite E-Sportlern eine Handcam haben? Es gibt tatsächlich GTA-Spieler, die eine Handcam haben. Und die hacken trotzdem live. Hab ich gelesen. Hallo Knudo. Hallo Driver. Hallo Matti. Hallo Kölsch. Hallo Alpino. Den lese ich nicht vor, der hat einen blauen Namen. Den auch nicht, der hat einen blauen Namen. Hallo Dieter und Gesundheit. Zauab und Chip. Pepo NBG. Curtis Musch. Hallo. Spicy, hallo. Schattenwolf lese ich nicht vor. Pyro, Teddy lese ich nicht vor. Schlappi, hallo. Gantor, Andi Digital, Fabian Lars, Veluro, Gesundheit. Peter Klause und der Big Cello, der Chrisse und Mr. Pony.
Ich zähle jetzt die Pärchen hier auf. Ghost Cavill und Blabla. Hab Psycho Zack und Ultras. Cream Cookie und Dragex. Alina und Mr. Game S. Karim Shorty. Oma und Dee und Dice. Wollte schon Dieter sagen. Es geht ab Kings Otto. Hallo Palle. Hallo Howzy. Goji hat auch einen blauen Namen. Stancy Lord Freak hat auch einen blauen Namen. Alter, warum? Why? 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 Hau drauf, was ist das denn für ein Lied, Alter? Boah. John Bon Jovi? Ich hab voll die Idee, was wir machen können. Moment. Mann, guck mal, die Schnauze, Alter. Wie viele Lieder hat der? Oh, das ist live. Ja, Johnny Cash. Blau ist der Zustand, blau ist anstrengend, Alter. Schmackomatz, benimm dich selber. Und Verdi, hallo. Und Lausbohr, hallo. Und Rati, hallo. Sirago, hallo. Und Husky, hallo. Ole Fighting, nabend. Tribune, den lese ich, hallo. Den da drunter lese ich nicht vor. Alle grünen Namen, los. Ja, was man lesen kann. Ist echt doof. Hallo Hochleistungsschüler. Hallo Daylight. Und startet Jay. Boah, Junge, was ist mit dir? Pinsel, was ist mit dir? Naja, das geht mir auf den Sack. Puh, das kann man immer hören. Chat macht mal Vorschläge. Pinsel hat heute schon am Lack geschnuppert. Das macht er jeden Morgen, wenn er seine Crocs anzieht. Ich bin nur deswegen hier im Kampf zur Überzeugung. Warum hat meine Schwester dir gesagt, du sollst mich überreden, dass ich streamen soll? Azab Rocky, okay. Man wird alt sein. 2018. Habt ihr das auch gesehen? Da hat irgend so ein Teddy geschrieben. Ist aber wieder weg, die Nachricht. Hat der mich gerade begrüßt? Ja, Hochleistungsschiller habe ich. Ich habe gesagt, guten Abend. Und Fives, danke schon für den Prime im 7. Ruhe, Major Tom. Fängt das doch mal an, das Lied? Ah. Ja, immerhin kenne ich sie jetzt schon fast eine Woche. Ach so, Ginnix. Sitzt meiner Schwester keine Flusen in den Kopf. Gebrüder Platschus, Kreuzberger Nächte. Was? So. Ich hoffe, ihr hattet zwei wunderschöne Tage ohne mich. Was habt ihr denn so getrieben? Erzählt mal. Ich bin jetzt die eifersüchtige Freundin, die wissen wir, wo ihr wart. Heute nix Modern Talking, nee. Ich muss reinkommen, ich brauch den Vibe, Mann, ich brauch den Drip. Ich muss hier Catjam machen. Und einfach mal die Augen zu, kann sein, dass ich einpenne. Wenn ich anfange zu schnarchen, bitte donaten, damit ich wieder wach werde. Chillen. Du bist ein guter Einfluss. Ginnix ist der. Alle beim Knister. Ja, war da beim Pinsel? Wo ich war im Bett, wurde Montag geimpft wegen Busse Corona. Und hat reingehauen? Fremdgucken bei Coop. Aha, war da also alle beim Pinsel? Ja, ja, Pinsel. Ich höre meine Kasse nur nicht klingeln für den Support, ne, Kollege? Ich hab hier einmal 5 Gifted-Subs von dir gesehen, sonst nix. Keine Ahnung. Jahrelang hab ich mir hier was aufgebaut und er kommt einfach um die Ecke. Und will abstauben. Macht so einen auf Grätsche, so abseits. So geht das nicht, mein Freund. Er hatte Fieber, Glieder und Kopfschmerzen, alles dabei. Eieiei. Wenigstens bist du jetzt geimpft.
Wenigstens hast du jetzt einen Mikrochip unter der Haut. Und die können deine Gedanken lesen. Da konnten die auch schon vorher, wenn du ein iPhone benutzt hast. Der Bait ist real, Alter. Lese ich jetzt extra nicht vor. Weil du bist ja der Dings. Ich bin ja der Dealer. Nein, danke schön, Pizza für 5 giftet. Zieh mich nicht an, Beta, ja. Die werden in 5 Minuten eh wieder Dings zurückgeholt. Und dann klickst du da an, ich hab mich aus Versehen verklickt. Also er meint, er haut eine 10er-Sub-Bomb rein. Ach, der ist jetzt hier, Mann. Alles gut. Der kann froh sein, wenn er ein Toastbrot hat. Mach das Lied von Mila an. Nee. Ich würde chillen. 5 Subs, ich habe keine gesehen, Knister. Das ist der einzige sinnvolle Satz, den du heute geschrieben hast, Teddy. Kurz auf K-Paper refunden. Ja, ja. Mach mal. Dann hörst du von meinem Umwelt. Und dann benehme ich mich im App auf einmal ganz komisch und mag dich nicht mehr. Wirst schon sehen. Nee, ich habe auch beim Pinsel ab und zu mal reingeguckt. Nebenbei ein bisschen Guild Wars gezockt. Ich saß auch echt hier und wollte arbeiten und habe mir gedacht, boah, was kannst du mal verändern? So, aus dem Mods ist mir nichts eingefallen. Vielleicht mal Sounds oder so ein Shit. Schlechtester Stream auf der Plattform, ich sag's euch. Shapes hat gar keinen Geburtstag heute. Wolltest du nicht an deinem freien Tag GW2 einschmeißen? Ich habe gesagt, ja, vielleicht mache ich das. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Weil ich beim Zocken immer auch Semi aufkörpern. Außerdem spiele ich ein bisschen so und dann bin ich AFK, mache irgendwas und dann dat und dat. Also ich sitze hier keine 2 Stunden ruhig. Das ist echt selten der Fall. So, ich hau mich hin, viel Spaß noch an alle. Heute kein RP oder was, Pinsel, mein Gott. Jetzt dutscht der, wenn ich komme, ne? Hammer, was ist mit deiner Streamkarriere? So läuft das nicht. So läuft das nicht. Du musst jeden Tag da sein. Das gibt sonst nichts. Ehrlich, sonst wird das nie was. Hast du nicht ein Date mit Juri gleich? Ja, ja, heute. Wenn er das nicht vergessen hat. Ich hoffe, dass er das nicht vergessen hat. Dodgen darf nur einer. Nur ich darf dodgen. Eine Woche frei zu machen wie Corona nervt. Das stimmt, Alter. Aber du bist nicht der Einzige, Bruder. Matze, danke schön für den Booster beim 33. und Tukulo. Mach die Kiste an. Ich mach geh nix, Junge. Immer mit der Ruhe. Hallo, Stoner. So sieht's nämlich aus. Ich mach die Kerze jetzt an und danach gehen wir in eine Permis, Alter. Mann! Das waren die 2 schlimmsten Tage ohne dich, also machst du wohl was richtig. Ich hoffe, dass ihr euch freut, wenn ich da bin. Why or not? Dann darfst du am Sonntag auch nicht dodgen. Wer was? Dodgen darf nur einer. Ich darf dodgen. Ich bin Dodge King, hab ich euch schon im RP bewiesen. 2-mal habe ich dem Tod von der Schippe gesprungen. Hab auch 2 Kerzen weg. Logo. Ja, Chat, habt ihr Spaß, wenn ich Biene zock? Habt ihr Spaß mit Twinkie, Pinsel, Willi, mir, mit Tase Peda und alle? Macht Spaß? Zwei Tage frei sind definitiv zu lang. Zu lang, ein halber reicht auch. Boah, manchmal bin ich echt am Überlegen, sogar 3 Tage frei zu machen. Vielleicht nehme ich das auch auf die leichte Schulter. Ist ja immerhin mein Beruf. Aber ich habe ganz, ganz doll Angst vor die Sachen von damals so. Dass das nochmal passiert. Dass ich so. Ich bin jetzt schon weich im Kopf und überempfindlich. Ehrlich. Vielleicht müsste man sich das auch mal angucken lassen oder so. Beim Arzt. Also auf jeden Fall nicht mehr so stressresistent wie damals. Stressresistent. Passiert irgendwas und ich bin endlos down danach. Auch wenn es Sachen sind, die ohne Probleme geklärt werden können.
Vielleicht müsste man damals zum Arzt gehen und drüber gucken. Der Schlingel. Ich sehe schon, komm einmal streamen in der Woche. Klar geht Gesundheit vor und ich werde da doch nicht über den Stream setzen. Ich weiß schon, was ich mache. Nur ihr dürft nicht sauer sein und Timmer und so anschreiben, wenn ich nicht komme. Und andere Leute privat damit nerven, wo ich gerade bin und so. Böse, böse. Ah, der Willi, dankeschön. Ich mach mir nie um was in den Kopf. Mir ist alles scheißegal. Ich lass sowas immer an mir vorbeilaufen. Ich glaube aber nicht, dass du das machst, wenn es um Familie oder so geht, ne? So, ich bin übel connected mit meiner Schwester und so. Und wenn bei der irgendwas nicht stimmt oder die traurig ist und so ein Chat, so, dann kümmere ich mich eher darum. Der same shit, wenn es bei mir so ist, wenn ich irgendwas hab, so, dann kümmere ich mich lieber darum, anstatt online zu gehen. Und andere Leute zu unterhalten, wenn ich selber nicht, oder andere Leute happy zu machen, wenn ich selber nicht happy bin. Man kommt eigentlich mal Militär-P wegen dem einen Schau, wo du mal gespielt hast. Das ist der Waffendealer. Das kommt niemals. Irgendwann soon. Wenn überhaupt. Wenn ihr mal unbedingt wissen wollt, wo Curtis ist, einfach Oma Sand reinschreiben. Genau. Die Oma weiß immer, wo ich bin. Ich habe hier so eine Kindheitssicherungs-App auf dem Handy. Damit kann die sehen, wo ich mich rumtreibe und was ich google und so. Timmer ist nicht da, der ist in Guild Wars Pommes, glaube ich. Oder wieder mit seiner imaginären Freundin. Oma schickt direkt Standort von Curtis. Wann kommt Didi? Didi Smalls? Keine Ahnung, Alter. Denn was einmal in der Woche auf dem Teamspeak so, der hat auch keinen Kopf für Dings zocken momentan. Der ist halt gefühlt ehrlich nur einmal die Woche da. Dafür ist Lucky immer da nach Arbeit. Kommt aber trotzdem nicht ins RP. Grüße gehen raus. Wir gehen jetzt in eine Pommes. Ich glaube, Mila war auch erst on bei Guild Wars 2. Ja, ja. Die hat. Entweder zockt die noch oder die kommt gleich RP. Aber soweit ich weiß, kommt die RP. Das ist gut, Alter. So, ab in der Haier mit euch, Chat. Du hältst die Klappe und VOD hat Sound. Boah, ich bin halt echt träge, ne? Voll der nasse Sack. Ab in der Haier. Ich tau gleich auf, keine Sorge. Alle dürfen Tinkepäckchen außer Teddy und Schattenwolf, weil die sind böse. Schattenwolf beschwert sich immer über die Musik und Teddy ist am Reintriggern. Und nehmt euch auch ein paar Pommikis. Rockstar Games Launcher wird aktualisiert. Was ist denn jetzt los, Alter? Ach stimmt, Unity hat ein Update bekommen, ne? Was ist denn jetzt? Boah, ich muss updaten, Alter. Jetzt Maul. Was? Nein. Geh nicht. Ich geh nicht. Hallo? Ich bleib hier. Wir gehen in eine Pommes. Tinkepäckchen und Pommes, Alter. Das sind hier die Gesetze. Ja, komm, Teddy, nimm dir einen. Und Schattenwolf muss im Chat schreiben, dass Michael Jackson der beste Rapper aller Zeiten ist. Dann darf der auch ein Tinkepäckchen. Oh, funktioniert auf Anhieb. Sollen wir eine Wette machen, Oma? Ob Spiel crasht am Anfang oder nicht? Das ist gemein. Warum ist das gemein? Du bist gemein. Du kommst in den Chat und sagst, Curtis, warum tust du uns sowas an? Michael Jackson ist eine Legende, Mann. Beste Musik. Michael Jackson, der gute alte Rapper. Na klar, Mann. Der hat doch ein Feature gemacht mit Kianusch.
Sollen wir eine Wette machen, sonst logge ich ein. Ja, nein, vielleicht. Okay.